Hallo Freunde, ich grüße euch. Hallihallo, der Gunner hier. Ja, ich bin wieder da. Ich weiß, ihr habt mich vermisst. Ich weiß es, ich weiß es. Ich habe euch weinen gehört, aber ich muss euch sagen, bei mir hat das Real Life zugeschlagen. Ja, nach langer Krankheit habe ich heute, letzte Woche wieder angefangen zu arbeiten. Und was soll ich sagen? Es hat mich total aus den Socken gehauen. Ich war fix und fertig und tot und alle und ich musste eine kleine Pause machen. Aber nun bin ich wieder da und wir sind mittlerweile in der Alpha 3.8.1. Ha! So, ja, der Nachteil daran, dass wir in dieser tollen neuen Alpha-Version sind, ist, dass wir keine Kohle mehr haben. Das heißt, same proceed as every vibe, Miss Sophie. Yes. Same proceed as every vibe, James. Ja, also auf jeden Fall, wir müssen Geld verdienen. Dafür werden wir mal gucken, was wir für Missionen hier haben. Ich bin übrigens auf Port Tressla. Ja, auf Port Tressla gerade. Und wir werden mal gucken, was wir so im Mobiglas für Missionen haben. Wir müssen ja, also ein bisschen habe ich schon, aber ihr wisst ja, so als Trader, ne, als Weltraumtracker, als den ich mich ja sehe, kommt man mit so einem Wareneinsatz hier nicht so wirklich voran. Ne? Und dann soll ich davon ja auch nur die Hälfte einsetzen. Ja, also das ist ja nichts. Das ist ja gar nichts. So, also wir brauchen Kohle. Was haben wir hier? Wir könnten von Grimhex, genau, wir fliegen jetzt erstmal nach Grimhex und dann, ja, was haben wir denn sonst noch so? Was ist denn das hier? Nee, nee, nach Port Tressla, ist auch blöd. Ist auch doof, was haben wir hier? Oh, was haben wir hier? Ach, das sind die Claim Jumper Missionen, ne? Was haben wir denn sonst noch? Cave und Dema. Na, das läuft ja super. So, was haben wir sonst? Was ist das hier? Das sind... Ah, da können wir, glaube ich, die Dusters. Da sollen wir... Sentries? Nee, das machen wir nicht. Nee. Dann fangen wir einfach klein an und wir fliegen... Hurston Edmund. Aber auch nur 3,9. Das ist so gar nichts. Ja gut, die können die Nighty Jump Mission. Aber alleine ist das, meinte so kein Spaß. Okay. Fliegen wir nach Edmund. Würde ich sagen. Ja. Das machen wir. So. Das ist natürlich auch wieder so gar nichts, was die Kohle angeht, ne? Dann nehmen wir... Oh, super. Wie ihr seht, haben wir den Verdopplungsbug immer noch. Ich habe mittlerweile 2 Bano Defenders. Das ist ja auch super. So, was haben wir hier? Dann nehmen wir... Die könnten wir nehmen... Ah, die Miss, die Max. Da fliegen wir mit der Max mal wieder. Mit der sind wir lange nicht geflogen. Da könnten wir vielleicht dann auch dort Edmund noch ein bisschen was einkaufen. Weil ihr wisst ja, man soll immer nicht leer fliegen. Ne? So, Pet 03, da geht's hin. Schönen guten Tag. So. Pet 03. Ja, Leute. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ihr seid wirklich auch ohne mich ganz gut ausgekommen. Mein guter Freund Sitko, der hat ja ordentlich was zum Anschauen geliefert. Ja, und ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch wieder da und wir haben ganz viel vor. Es wird wunderbar. Ich freue mich schon. Ja, so, aber jetzt werden wir erstmal mit diesem wunderschönen, guckt euch diesen dicken Hintern an, Mensch.
ich mag die ja, ne? Also ich mag ja die Freelancer, ne? Also alle von denen. So, zack. Das, was ich jetzt natürlich mache, ist ja eigentlich auch wieder nicht richtig. Ne? Das, ihr wisst das, aber da ich im Moment nicht weiß, was ich in Edmund nachher verkauft kriege oder gekauft bekomme, fliegen wir jetzt ausnahmsweise mal leer. So, zack. Maschinen an. Hallo, how can this help you today? Systems on. Super, Baby, fahr die Schilde hoch, wir starten gleich. So, wir wollen dahin. Nein, doch, das ist richtig. Okay. So. So, meine Damen und Herren, bitte anschnallen. Halt, erstmal muss die Erdkugel hier noch weg. Die nervt mich auch. Das haben sie auch so richtig schön gemacht. So. So gefällt mir das besser. So, zack. Wir gehen mal in die Außenansicht. Einfach nur, weil es cool aus... Immer noch. Guckt euch das mal an. Das ist ja ätzend. So. Zack. Landing gear up. Caution. Deck collision. Und auf geht's. Ach, sind ja nur 30 Millionen Kilometer, hallo. Okay. So, dann machen wir das nochmal. So. Jetzt geht's los, Freunde, es geht los. Und da verschwindet Microtech im dunklen, leeren Weltraum. Und wir machen uns auf den Weg in diese Richtung. Sehr schön. Ja, da wollen wir mal gucken, dass wir heute mal so ein, zwei, drei kleine Runs machen, um erstmal wieder so ein bisschen Geld zusammenzubekommen. Ich persönlich sehe immer so, man sollte so zwischen 100 und 200.000 haben, finde ich persönlich. Also mehr ist okay, kann jeder machen, wie er möchte. Aber aufgrund des Contents, der im Moment da ist, kann man mit 200.000 Credits wirklich alles erledigen. Man kann sich einen Buggy kaufen oder einen Rover kaufen. Man kann sich eine Dragonfly holen oder eine Nox oder je nachdem, was es in-game gerade so gibt. Das funktioniert alles. Man kann sich auf jeden Fall ausrüsten. Man hat genug Geld für Waffen, Munition, Medpens, alles, was man halt braucht, Rüstung. Das ist auf jeden Fall völlig in Ordnung, ja. Aber so als echter Händler ist natürlich Geld, muss mehr da sein, ja. Und dann muss man halt mal so gucken, so eine komplette Ladung, Caterpillar voll mit Titanium, sind mal eben knappe 500.000, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und da, wer mit sowas handeln möchte, der muss dann halt ein bisschen mehr haben. Also ich würde dann empfehlen, schon fast auf 600.000 zu gehen. Was immer gut ist, ist Scrap fliegen. Ja. Port Ulysar nimmt das sehr gerne an. Ich habe auch noch nie erlebt, dass die irgendwas nicht mehr davon angenommen haben. Also wenn da einer was weiß, bitte einfach mal in die Kommentare reinhacken und mir mal erzählen. Aber ich glaube, Scrap wurde, also ich habe zumindest noch nicht erlebt, dass es nicht angenommen wurde. Ne? Und Port Ulysar zahlt wirklich gut dafür. Das muss man auch sagen. Aber auch dort ist wichtig, vergleicht die Preise vorher. Ne? Nicht, dass ihr wirklich mal irgendwo einkauft und dann kostet das Zeug mehr, als ihr
bekommt dafür. Ne? Ja, was gibt es sonst noch Neues? 3.8.1, die Cutlass Red ist draußen. Ja, das erste Medical Gameplay Schiff sozusagen. Wir haben zwei Betten an Bord, die als Spawnpunkte im Moment dienen. Wir können uns dort drin verorten in diesem Bett und wenn wir sterben, wachen wir in diesem Bett auch wieder auf. Sehr geile Sache. Muss man aber auch wissen, wird definitiv nicht so bleiben. Die Cutlass Red wird kein Schiff sein, das so ein Bett, das ist dann glaube ich Tier 3 nennt sich das, so ein Tier 3 Bett mit sich führt. Das ist wirklich ein Rettungswagen, sage ich mal. Der ist zur Lebenserhaltung, um zu einem Krankenhaus oder einem Schiff, das eben diese Operations... Ach Leute, Entschuldigung bitte. Dass diese Operationsbetten hat da. Ne? Aber im Moment ist sie halt als Spawnpunkt nutzbar. Und das ist sehr cool. Und sie blinkt so schön, wenn die ihre Randale leuchten anmacht. Ein Augenschmaus. Wenn ihr die Chance habt, dieses Ding zu fliegen, schaut es euch an. Auf jeden Fall. Und gerade wenn ihr mit mehreren unterwegs seid, würde ich auch sagen, gehört das auf jeden Fall zur Standardausstattung einer Flotte. Ja, welches Schiff kann dann noch was? Die 890 Jump, die hat auch so ein Bett drin. Und das kann auch als Spawnpunkt benutzt werden. Auch das ist sehr cool. Aber die 890 Jump haben natürlich relativ wenig Leute, sagen wir es mal so. Ne? Und auch in-game wird die später ja viel Geld kosten. Sagen wir es so. Ja, dann wollen wir mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Ich weiß gar nicht, was noch passiert ist. Ja, laut Roadmap-Update ist die Hull C fertig. Aber, wichtig, nur für Squadron 42. Also für die Einzelspieler-Kampagne. Ich bin sehr gespannt, ob das vielleicht jetzt sogar schon so als Überraschung reinkommt. Ich lasse mich da gerne überraschen. Wäre sehr cool. Ich habe das Schiff nämlich. Ich hätte das sehr gerne. Weil, also, das ist so ein richtiges Transportschiff, das ist so ein Roadtrain, nein, wir werden rausgezogen. Na, aber mal gucken, was jetzt passiert. So, aber, hier ist nichts. Hier ist nichts, das ist gut. So, dann können wir vielleicht mal gleich nachmachen. Dann können wir nämlich vielleicht direkt anspringen. Warum geht das nicht? Out of range. Okay, wir müssen also erstmal nochmal... Das ist blöd. Das ist blöd. Ja, wir können nicht springen. Also müssen wir wirklich erstmal auf... So. Und mal gucken, ob das funktioniert. Das sieht gut aus. Wir springen auf Hursten. Ja, was ist noch reingekommen mit 3.8.1? Was ist noch reingekommen? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin da ja doch so ein bisschen der wir lassen uns mal überraschen Typ, ne? Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Dann steuern wir mal Edmund an, in der Hoffnung, dass wir nicht durch den Planeten fliegen jetzt. Aber das sieht gut aus. Das Schiff dreht sich dahin, wo es soll.
Sehr cool sieht das aus. Ach, bin ich begeistert. Leute, bin ich begeistert. Ich finde das so geil. So, setzen wir nochmal die Route, dann haben wir nämlich den Marker wieder. Wir werden mal nicht ganz so schnell fliegen, sonst kriegen wir nachher wieder Ärger und bremsen. So. Ja. Ja, es sind viele spannende Sachen, Leute. Viele spannende Sachen. Oh gut, das sieht gut aus. Scheint wirklich direkt da unten auf dieser kleinen Landzunge zu sein. Das ist ja cool. Bin gerade am Überlegen, ob ich hier überhaupt schon mal gewesen bin oder ob ich jetzt hier gerade das erste Mal herfliege. So, noch 10 Kilometer. So, Ladies and Gentlemen, bitte bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Stellen Sie das Rauchen ein, wollte ich gerade sagen. Schnallen Sie sich an und begeben Sie sich zu Ihren Sitzen und schnallen Sie sich an. Wir informieren Sie, sobald die Gefahr vorüber ist. Der Gunner setzt zum Landeanflug an. So, oh, das sieht ja geil aus. Nee, hier bin ich noch nicht gewesen, glaube ich. Das ist ja cool. So, Fahrwerk ist ausgefahren. Ah, hier kann man sogar Fahrzeuge spawnen. Guck dir das an. Okay, Touchdown sozusagen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier unser Päckchen kriegen. Lalalala. Und mal sehen, was wir hier sonst noch so kaufen können. Hallo, HDMS Edmund. Hüpf. Oh. Keine besonders leichte Schwerkraft. Schön hier der Bewuchs, ne? Und so. Das finde ich schon sehr cool. So. So. Mach auf die Tür. Hallo. Schönen guten Tag. Ich bin's, der Gunner. Ja, ich wollte ein bisschen was einkaufen. Hm? Okay. So, erstmal gucken wir hier. Wir wollen bei und... Hä? Ich weiß ziemlich genau, dass ich mit einer...
Ich bin verwirrt. Ich bin gerade verwirrt. Aber dann nehmen wir erstmal die Kiste mit. Ja. Und jetzt gehen wir da nochmal hin. So. Na, das verstehe ja wieder, wer will. Wahrscheinlich ist jetzt mein Schiff despawned. Nö, sie ist noch da. Bin ich vielleicht mit der zu weit weg? Das kann ja eigentlich auch nicht sein, ne? Wir gehen gleich nochmal rein. Wir stellen jetzt immer das Päckchen ab. Und das müssen wir nach Hurston L4 bringen. Okay. Nein. Nicht wegschmeißen. Es sieht nicht schön aus, ne? Wir müssen das ja ordentlich hinstellen, ne? Wir müssen ja so viel wie möglich hinkriegen. Also machen wir das. Da muss es hin. Ja, so. Jetzt rennen wir noch mal hin. Vielleicht. Merkwürdig, merkwürdig. Rein in die Hütte. Location. Da ist er. Diamanten, Aluminium. Wir nehmen mal 34. Genau, so. 34 SCUs mit. Dieser ganze Schrott, der hier so auf Fürsten rumliegt, ist auch krass, oder? Freunde, Wahnsinn. So, wollen wir mal sehen. 34 SCU. Sollte man hier hinten eigentlich drin sehen können. Aber wir sehen natürlich wieder nichts. Hier. Alles klar. Zumindest sind ein paar drin. So. Zack. So. Wir wollen nach Hurston L4. Okay. Dann wollen wir mal sehen, ob wir jetzt vernünftig starten können, wa? Ist immer die Nase direkt wieder nach vorne machen. Also das ist ja blöd, Buggy sozusagen. Das ist übrigens auch neu, fällt mir gerade ein. Früher mussten wir ja immer die kompletten 100.000, was ist das, Meter, Fuß, Kilometer. Also ihr wisst schon, was ich meine. Die Höhe von 100.000 auf Hurston zum Beispiel ist ja die Atmosphäre, glaube ich, der Atmosphärenaustritt.
Das ist jetzt neu. Wir brauchen jetzt nur noch 15.000 aus der Atmosphäre raus, um in den Quantum Drive springen zu können. Das finde ich auch sehr cool. Auf der einen Seite sehr cool, weil es natürlich schneller geht. Auf der anderen Seite funktioniert das im Moment mit jedem Schiff. Und das finde ich nicht so gut. Ich finde, das sollten sie größenabhängig machen. Umso größer das Schiff ist, umso höher muss es steigen. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, mal gucken, ob wir hier... Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Wir müssen wahrscheinlich über einen Orbitmarker springen. Mal gucken. Er sagt nein. Warum nicht? Deshalb. Haha. Obstructed. Gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen höher. Vielleicht ist da jetzt der Planet noch im Weg. Aber ihr habt zum Beispiel jetzt eben gesehen, er hat nicht angezeigt, Leave the Atmosphere. Ne? Also, das haben sie also rausgenommen. Gehen wir erstmal noch ein bisschen hoch. Jetzt nochmal nach. Ja, er sagt aber... Hoffentlich ist das nicht das Ding jetzt hier, was uns jetzt hier den Strich durch die Rechnung macht. Interessant ist zum Beispiel auch... Doch, da wird die Mission angezeigt. Machen wir mal so. Mal sehen, ob das funktioniert. Das könnte nämlich jetzt klappen. Guckt euch das an. Und los geht's. Quantum Travel engaged. Schwupp. Eieieiei. Wir werden rausgezogen, Freunde. Warum? Contact received. Contact received. Wir fliegen mal weiter. Wir sind ja nicht zum Kämpfen hier. So. Ja. Thrusters overheating. Und da geht er los. Wollen wir mal sehen. Das geht ja Gott sei Dank relativ schnell. Ja, wir können ja schon mal gucken, was wir als nächstes machen. Was haben wir denn hier? Alles dasselbe. Aber wahrscheinlich werden wir echt mit diesen Dingern hier anfangen müssen. Claim Jumpers. Das sind Höhlenmissionen. Ja, und das hier scheinen alles Piratenmissionen zu sein. Hier haben wir die Ninetales. Ah ne, Hurston Dynamics. Okay, claiming a stake. Stake. Mining claim. Now the transit. 10.000. Clearing the competition. Auch 10.000er Mission. Das könnten wir vielleicht auch mal ausprobieren. Aber das hört sich auch wieder alles so nach Piraten an, oder? Ich weiß nicht. Müll abladen wollen wir auch nicht. Das machen wir nicht.
dann gucken wir mal, ob wir vielleicht dann, je nachdem, wo wir unsere Diamanten verkaufen, dass wir irgendwo nochmal eine schöne Mission kriegen. So. Wir befinden uns im Anflug auf Hurston L4. Und da liegt sie vor uns. Hurston L4. Der Traum einer Raumstation. Oh. Aber hier passen wir durch. Ja. Oh, mal gucken, ob die einen Parkplatz für uns haben, wa? So. Zack, zack, Hurston L4. Lasst uns rein, Freunde. So, was leider auch immer noch nicht richtig funktioniert, ist das mit dem Tanken. Das heißt, wir werden wieder hovern über dem Landingpad und dann zusehen, dass wir ein bisschen Sprit kriegen. Oh, da wird eine Max beschossen. Oh, das sieht böse aus. Aufsetzen, weil wir wollen ja tanken. Also gehen wir jetzt hier drauf. Nein, wir wollen nicht tanken. Mal sehen, ob wir noch weiter runter müssen vielleicht. So, jetzt noch mal gucken. Nein, ist immer noch nicht. Jetzt noch mal gucken. Okay, tanken fällt aus. Wegen schlechtem Wetter. Engines off. So. Landing successful. Dankeschön. Launch sequence complete. Landing successful. Ich wollte sagen, ich bin doch gelandet, nicht gedingselt hier. So. Du kommst mit. So, mal sehen, was war. Ob wir hier unsere Diamanten vielleicht sogar loswerden, aber ich befürchte eher nicht. Mal gucken. Ach, ist das nicht schön hier. Leute, schaut euch das an. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2950.
Gunner unterwegs in seiner Freelancer Max. Redet nur Unsinn. Aber da müsst ihr durch. So, mach auf. Ich will die Kiste loswerden. Okay. Nein, tu mir das jetzt nicht an. Ich wollte gerade sagen. So, es gibt übrigens immer noch keine Fahrstuhlmusik. Ja, immer wenn man einen Opa Charlie braucht, ist er nicht da. Ja, der ist gerade auf Expedition am Microtech Asteroidengürtel. Ja, er hat nämlich gehört, dass es da eine geheime Station geben soll, was natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Also, wer sich ein bisschen auskennt, weiß das natürlich. Aber hey, der weltbeste Pilot, ja, der wird schon wissen, was er tut, ne, Freunde? So, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Gehen wir erstmal da lang. Ah, das, ja, genau. Wer Marker lesen kann, ist wirklich klar im Vorteil. Oh! Alter, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie geil ist das denn? Oh, Freunde, wie cool sieht das denn aus? Hier steht ein Cyclen. Das gefällt Papa. Das. Oh, hier gibt's Waffen. Auf Hursten L4 gibt's Waffen. Wusste ich auch nicht. Okay, was haben wir hier hinten? Hot Dogs. Und da ist die Bar. Okay. Aber damit sind wir, glaube ich, nicht da, wo wir hin sollen. Es sei denn hier. Oh, ah, hier ist das Admin Center. Okay. Dann geben wir jetzt erstmal das ab. Und mit einem kurzen Drück auf F, zack, stellen wir die Kiste ab. Und zack, wir haben Geld verdient. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier was verkaufen können. Nein. Also die hier wollen auf jeden Fall keine Diamanten haben. Jetzt ist die... Ja, am besten A-Korb, ne? Diamanten, Leute. Oder Port Olisar, da könnte man noch den Scrap hier mitnehmen. Oh, das wird... Ah. Ach, kommt. Ach, kommt, hey. Zack. Was soll der ja jetzt? Wir haben nichts mehr. Das ist jetzt wieder eine High-Risk-Tour, würde ich sagen. Das kann jetzt böse ins Auge gehen, aber das passiert natürlich nicht. Weil wir nämlich... Ja, ich will ja auch wieder starten. So, mal gucken. Wo ist er? Da. Hä? Okay, hoffen wir mal, dass sie auf 3 steht. Was haben wir denn hier alles? Pad 3. Ich sag ja. Wenn jetzt gleich verschwindet sie, dann können wir zugucken. Das ist auch noch das falsche Pad. Okay. Dann nehmen wir als nächstes Pad
Pad 4. Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Pad 6 ist es. So, also fahren wir mal zur Lobby zurück. Ja, ist es nicht schön? Ist es nicht wunderbar? Was steht denn da oben drauf? Der Aufkleber ist ja verkehrt rum drauf. Spiegelverkehrt, würde ich sagen, oder? So. Hier ist CAG. Was ist denn hier passiert? Spiegelverkehrt aufgeklebt? Mal sehen, ob der richtig ist. Ja, hier, der ist richtig rum. Ja. Da hat aber einer geschlammt. Ah ja, Bug Report schreiben. Hier auch. Der ganze Fahrstuhl ist einfach nur zusammengezimmert. Ach nee, was soll ich sagen? So, schönen guten Tag. Ich hätte ganz gerne eine Freelancer Max zum Mitnehmen. Was? Ich hasse mein Leben. Ehrlich. Oh Mann! So, das ist jetzt übrigens der Grund, warum man niemals sein ganzes Geld einsetzen sollte. Das wollte ich euch halt nur mal zeigen. Ne? Sowas ist immer schlecht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier von dem Scrap wieder auch was verkaufen können. Auch wenn wir vielleicht dann Verlust machen. Aber dass wir zumindest das Schiff auslösen können. Was ja schon wieder sehr witzig ist, weil eigentlich haben wir ja nicht im Parkverbot gestanden. So. Das habe ich mir gedacht. Schön. Damit wisst ihr jetzt, wie man es nicht macht. So, jetzt kriege ich das Schiff nicht wieder und ich habe keine UECs, um es auszulösen. Oh Mann! Und in 26 Minuten wird es... Okay, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, sonst ist die Kohle weg. Okay. Was machen wir? Wir gucken mal nach einer Mission schnell. Wir brauchen schnelles Geld. So, schnelles Geld. Wir sind auf Hurston L4. Okay, hier gibt es gar nichts. Alles klar, was haben wir hier? Claim Jumpers. Hurston L4. Location Hurston L4. Okay, ja, und jetzt? Okay. La 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 la. Das ist übrigens wieder so Kino ohne Geld. Ne? Also, wenn ihr wissen wollt, wie man es nicht macht, dann
müsst ihr immer bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Ja? Nein, da wollen wir hin. Ich brech doch ins Essen. Hier ist was los. Hier ist was los. Spiel Star Citizen, haben sie gesagt. Da kannst du was erleben, haben sie gesagt. Ja. Recht haben sie. Hier, und das verstehe ich auch nicht. Warum ist denn die plötzlich so hochgebockt? So. Remove Claim Jumpers. Freunde, wir sind jetzt natürlich in der Freelancer Miss, dem einzig wahren Gunship. So, wo müssen wir hin? Hello, how can this help you today? Systems on. Eigentlich sollten die hier sein, übrigens. Launch sequence complete. Okay, das ist die Advocacy. So. Dann wollen wir mal gucken. Angenommen haben wir die Mission, ja, ne? Okay. Go. U7SYF2. Okay. U7SYF2. Da. So, mal suchen wir nochmal. Accepted, untrack, track. Hin. Was haben wir da? Da wollen wir auch nicht hin. 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 Und da wollen wir auch nicht hin. Und da wollen wir auch nicht hin. Da wollen wir auch nicht hin. Da wollen wir auch nicht hin. Hin. Da wollen wir hin. Und die ist obstructed. Na klar.
Okay, Freunde, ich hoffe, wir kriegen das hier gebacken, damit wir unsere ganze Ladung und die ganze Kohle jetzt nicht verloren haben. Die Spannung steigt jetzt unermesslich, oder wie war das? Fünfzig Kilometer noch. Dreißig. So, gehen wir mal vom Gas. Gehen auf Kampfgeschwindigkeit. Okay, wir sind da, aber sonst ist hier niemand. Och, Leute. Keine Claim Jumpers da. Okay, also die Mission scheint auf jeden Fall mal wieder total buggy zu sein. Da sind wir. Aber uns wird natürlich auch wieder kein Marker angezeigt, ne? Ach, Leute. So, dann gehen wir mal. Gucken wir mal, ob wir eine andere Mission finden. Versuchen wir den mal. Accepted. Die machen wir ab dann. Dann, das war jetzt glaube ich ein Fehler. So, was haben wir hier? Hurston L3, Hurston L5, L3. Crusader, Hurston L3. Mal gucken, ob die funktioniert. Oh ja, da haben wir einen Marker gekriegt. Es wird knapp in einer halben Stunde, Freunde. Es wird knapp. Das Gute ist, dass die Miss echt schnell ist im Quantum. Also das ist mit Abstand das schnellste Schiff, was ich bis jetzt im Quantum Speed gesehen habe. Ihr müsst mal auf die Zahl achten, wie schnell die gleich runtergeht. Das ist unglaublich. Ich habe auch so ein leichtes Durstgefühl. Ich könnte mal was trinken. Aber jetzt werden wir so ein paar Claim Jumper jagen. Und dann wieder zurück nach Hurston L4. Hurston L4. Und dann Ruhe L4 Max. So, dann müssen wir uns mal eine kleine Notiz machen, dass da ein vollbeladenes Schiff steht und das ganz schnell
da abgeholt werden muss. Ja, Leute, ihr, euch ist langweilig? Kommt doch zu Gunner. Hier ist immer was los. Ich könnte brechen. Mann. Aber gut, das ist halt, ne? Wer mit hohem Risiko, wer hohes Risiko eingeht, der muss auch damit rechnen, dass es nach hinten losgeht. Ich kenne mindestens zwei Leute, die sich beim Anschauen dieses Videos total totlachen. Ja, mal sehen, ob die Mission hier funktioniert. Wir hatten jetzt nur einen Marker, das ist gut. Weil es hieß ja immer, wenn man zwei Marker hat, dann... Crusader L1. Okay, wer ist egal, wir fliegen da jetzt hin. Aber... Engines off. Weapon system off. Komm. Komm. Fall raus. Er fällt nicht aus dem Quantum. Er fällt doch aus dem Quantum. Quantum Travel complete. Ja, los, dreh dich um. Wir wollen nämlich dahin. Gott sei Dank nicht so weit weg. Neun Sentries destroyed, okay. Das sind, glaube ich, diese... Oh Gott. Sentries sind, glaube ich, diese Minen, die da im Weltraum sind, ne? Na, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Wir sind auf jeden Fall schwer bewaffnet und gefährlich. Quantum Travel complete. So, dann wollen wir mal sehen, ob das hier funktioniert. Also dieser komische Ball hier, ne? So, ist besser. Okay, können wir nochmal Gas geben. Airbrake. Contact received. Oh. Contact received. Was? Contact received. Ja, das ist super. Das ist doch schön. Damit fangen wir an.
received. Contact received. Contact received. Alter, was ist denn hier los? Contact received. Alter, ich werde hier ganz schön auseinandergenommen, Freunde. Ich werde ganz schön auseinandergenommen. Und das Tolle ist, ich lande dann gerade wieder auf Port Tressler, was ja auch super ist. Aber die Schilde sind wieder bei 100%. Aber wir haben eine Maschine verloren. Was dann wieder nicht so schön ist. Schon, ich bin wieder ganz ruhig. Ganz ruhig ist immer ein Zeichen dafür, dass... Aha! Wer bist denn du? Du kriegst jetzt erstmal so richtig ein verpult. Ist auch eine Drohne, okay? Oder Mine, oder... So. 5. Was haben wir da noch? Da sind noch 2. Okay, die sind 7000 weg und die? Auch 7000. Fangen wir damit... Nee, wir fangen damit an. 5, 6, 7, 8, 9. Mit einem Triebwerk werden wir natürlich nicht mehr so schnell nach Hause kommen, befürchte ich. Na, wir gucken mal. Okay, 7. Okay, der letzte. Komm schon. Okay, ladies and gentlemen. Hörsten L4 war's, ne, Leute? Geld gekriegt? Hat einer drauf geachtet? Ah!
Sollte das etwa klappen, Freunde? Sollte das klappen? Aber die Mission hat funktioniert. Das ist sehr cool. So, jetzt werden wir uns gleich mal den Schaden von außen angucken. Aber erstmal gucken wir, ob wir Geld gekriegt haben. Ah, 10.000 Alpha UEC. Freunde, so muss das laufen. So, jetzt gucken wir erstmal, was draußen los ist. Ach du Scheiße. Okay. Wir haben da eine Kleinigkeit verloren. Alter, das ganze Triebwerk haben sie weggeschossen. So ein Mistkram. Verdammter Mistkram. Mist, Mist. Aber die Frage ist ja, sind wir noch genauso schnell im Quantum jetzt? Wir sind auf jeden Fall relativ schnell. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt noch schnell unsere Max auslösen können, bevor... müsste ja eigentlich gehen. Mal gucken. Wir haben jetzt keine halbe Stunde gebraucht. Wir haben doch keine halbe Stunde gebraucht, oder? Ja, liebe Freunde. Also auf jeden Fall... Eieiei, das ist aber dicht dran. Auf jeden Fall würde ich mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht es gut. Gunner sagt over and out, liebe Freunde. Ciao, ciao.